Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Woche sind wir 40 Kilometer südwestlich von München am Ammersee, und zwar in der Gemeinde Diessen. Schon im 3. Jahrhundert gab es eine wichtige römische Feldstraße, die von Augsburg über den Brenner nach Oberitalien führte, und das durch den Vorläuferort von Diessen. Die Gemeinde hat heute um die 11.000 Einwohner. Mit den Orten Riederau, Dettenhofen, Dettenschwang und Obermühlhausen bildet Diessen die größte Gemeinde am Westufer. Wir waren in einer kleinen Zinngießerei, haben den wunderbaren Barockraum des Marienmünsters bewundert und wir waren im Fritz-Winter-Atelier. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute hier bei einer Pferdeklinik. Und zwar einer Klinik, die eine ganz besondere Reha für Pferde anbietet. Und die Simone, hallo Simone, hallo. Das wirst du uns ja jetzt hoffentlich zeigen. Genau. Erzähl mir doch mal, was ist das hier für eine Tierklinik? Was macht ihr genau? Also wir sind eine Pferdeklinik. Mhm. Wir behandeln Pferde aller Art und alle möglichen Krankheiten. Und angeschlossen haben wir gleichzeitig noch ein Schwimmbad für Pferde mit unserem Reha-Zentrum. Und das heißt, wie viel Pferde habt ihr hier immer untergebracht, so im Normalfall? Klinik und Reha-Boxen haben wir 20 bis 25 Stück. Und dann sind aber noch Einsteller da und ein paar eigene Pferde. Also okay, dann Haufen dann. Dann Haufen da, ja, genau. Und das heißt, wenn die dann zu euch kommen, also ihr operiert die dann hier auch? Genau. Und wenn die in Reha müssen, dann bleiben die bei euch wahrscheinlich auch mal monatelang oder genau. Wie? Tatsächlich. Wir untersuchen die Pferde, wir operieren die Pferde, wenn sie operiert werden müssen. Mhm. Dann können die bei uns bleiben oder nach Hause gehen, wie die Besitzer das wollen. Und dann können die auch zur Reha eben hier bleiben. Und da bleiben sie mindestens 4 Wochen bis 6 Wochen, mhm, bis 8 Wochen, je nachdem, wie lange das eben auch dauert, bis das Pferd wieder fit ist. Mhm. Also ihr bietet das alles an. Genau. Okay, und da kannst du uns jetzt mal zu einem Pferd führen und dann schauen, genau, wir uns mal genauer an. Wen besuchen wir denn da jetzt? Wir besuchen die Sambuca, aha, die hat Hufrehe. Okay. Und das erkläre ich euch okay, danach. Okay, sehr gut, dann machen wir das. Gehen wir mal zur Sambuca. Also Simone, das ist also hier der Behandlungsraum? Jawohl, hier, mhm, ist der Klinikstall, wo wir auch Untersuchungen machen und Pferde auch behandeln. Mhm. Genau, und hier ist eben die Sambuca, die die Hufrehe hat. Und jetzt machen wir ein Kontrollröntgenbild, mhm, damit wir sehen, wie das Hufbein aussieht und wie der Huf an sich aussieht und ob unsere Behandlung bisher Erfolg hat. Und was ist Hufrehe genau? Hufrehe ist eine Erkrankung. Im Huf ist auch ein Knochen, das Hufbein, und das ist verwachsen mit dem Huf an sich. Und bei den Hufrehen löst sich diese Verwachsung, mhm, und dann haben die sehr starke Schmerzen und können nicht mehr laufen. Und im schlimmsten Fall bricht der Knochen unten aus dem Huf heraus und dann muss man sie einschläfern, dann können sie, oh, nicht mehr laufen und dann ist es vorbei. Deswegen muss man das sehr ernst nehmen und deswegen machen, okay, wir das jetzt. Okay, dann wird jetzt geröntgt. Genau, wir röntgen jetzt. Mhm. Ach so, da wird das dahinter gehalten. Ein bisschen nach vorne. Mhm. Okay. Und piep. Mhm. Sehr brav. Okay. Genau, das war schon der ganze Spuk. Jetzt wird das Bild entwickelt, dass wir sehen, wie es ausschaut. Und dann geht sie schwimmen heute. Okay, weil das ist was ihr jetzt gut tut. Was, genau. Hufrehe entstehen häufig durch zu dicke Pferde, zu viel Fett und zu wenig Bewegung. Mhm. Und da hilft natürlich das Schwimmen sehr gut, weil dadurch werden die Pferde trainiert. Sie nehmen sehr schnell ab. Und zusätzlich wird auch der kranke Huf besser durchblutet. Dadurch heilt es schneller und die Pferde können schmerzfrei sich mal bewegen, was ja oft das Problem ist eben. Und wie lange ist die Sambuca jetzt schon bei euch? Also hat sie schon abgenommen? Sie hat schon ein bisschen abgenommen, ja. Sie ist jetzt schon eine Weile da. Sie ist auch schon ein Schwimmprofi, das kann sie schon sehr gut. Aber Hufrehe sind sehr langwierig, deswegen dauert das Monate und sie ist aber eigentlich auf einem guten Weg. Okay, dann gehen wir mal mit ihr rüber. Genau, dann gehen wir ins Schwimmbad. Und wie das aussieht, sehen Sie gleich. Haben Sie schon mal ein Schwimmbad für Pferde gesehen? Wir sind in Diessen am Ammersee im Tiermedizinischen Behandlungszentrum Seehof. Und Tierärztin Simone Jablonski zeigt uns, wie das Schwimmtraining so vonstatten geht. Sie wurde geputzt und jetzt wird sie abgeduscht, damit sie schon mal nass ist und natürlich auch möglichst wenig Dreck noch dran ist, weil, aha, wir nachher ins Wasser gehen. Und genau. Magst du das? Ja, die macht das ganz gerne. Ja, ja, schon. Okay. Und sag mal, wie viele solcher Schwimmbäder gibt es in Deutschland? Also ich glaube, es gibt nur 3 oder 4. Also es ist sehr wirklich wenige. Ungewöhnlich. Ja, das meiste sind Aquatrainer, aber wir haben ja wirklich ein Schwimmbad, wo das Wasserbecken auch 3,5 Meter tief ist, wo wirklich die Pferde nicht mehr an den Boden kommen mit den Füßen. Und das ist schon eine Besonderheit. Okay.
Die Kollegin, die Jasmin, die fährt jetzt mit unserer Konstruktion auf die Insel, super, damit sie trockenen Fußes dahin kommt, ja, und natürlich dann in der Mitte stehen kann, um das Pferd zu longieren im Wasser. Ah, da muss jemand in der Mitte stehen, ist ja total, genau, lustig. Ja. Also das heißt, ihr müsst es schon zu zweit eigentlich machen meistens? Also wir brauchen immer zwei Leute, manchmal sogar drei, je nachdem, wie brav das Pferd ist, ja, und ob das Pferd neu schwimmt und es noch nicht kennt, dann sind wir natürlich mehr Leute, einfach um ein bisschen Sicherheit zu geben. Okay, und jetzt kommt sie da rein. Genau, jetzt wird sie reingeführt. Ja. Und sag mal, hast du das natürlich dann hier gelernt, wenn es das gar nicht so oft gibt, gell? Ja, ich habe hier meine Ausbildung gemacht zur Tierarzthelferin vor 10 Jahren und bin dann zum Studieren gegangen und als Tierärztin jetzt wieder hier zurückgekommen. Und wie viele Tierärzte arbeiten hier auf der Klinik? In der Klinik arbeiten 3 Tierärzte, der Dr. Rattenhuber Senior und die andere Tierärztin und ich zu dritt sind wir. Ei, jetzt kann sie schon schwimmen. Genau. Jetzt sieht man, ja, nur, sie bewegt sich komplett mit Schwimmbewegungen fort, sie kommt nicht an den Boden und genießt es offensichtlich auch. Schon, ja? Das siehst du schon, dass die das mag. Sie macht das ja ganz brav mit gespitzten Ohren, guckt sie da. Ach so, das sieht man, wenn die Ohren gespitzt sind, dann, das heißt, das magst oder was? Dass sie aufmerksam ist, ja. Ah, okay. Genau. Aber ihr lasst die jetzt einfach so schwimmen, wie sie halt schwimmt. Ihr gibt ja jetzt, könnt ja gar keine, oder, Anweisungen geben oder irgendwas. Ein bisschen kann man sie schon beeinflussen mit Stimme und mit der Longiergerte natürlich. Aber im Prinzip schwimmt sie jetzt ihr Tempo. Okay. Und wir steigern natürlich, so wie wir wissen, dass sie auch Energie hat und Ausdauer hat. Sie schwimmt jetzt 5 Runden. Das ist schon ganz gut. Man hört ja, ja, wie anstrengend das ist, ja, wie sie auch schnaufen muss. Also es ist viel anstrengender, als wenn die jetzt reitet draußen. Aber wenn man galoppieren würde, wäre das auch so anstrengend. Wäre das so ähnlich. Aber für die Bewegung, die sie jetzt machen kann mit ihrem kaputten Huf, da kann sie ja nur Schritt gehen. Und das ist natürlich nicht anstrengend. Und im Schwimmbecken kann sie sich jetzt mal richtig austoben. Ach, das ist ja echt toll. Und natürlich und deswegen schnaubt die so. Abnehmen, ja. Und abnehmen, okay. Genau. Noch eine Runde, oder? Wieder waren es schon 5. Jetzt die letzte Runde, genau. Naja. Man merkt schon, dass sie auch jetzt langsamer wird, oder? Es ist anstrengend. Genau. Ja, es ist anstrengend. Und das heißt, dann macht ihr eine Pause und darfst du dann nochmal rein, oder was? Genau, das? Dann kommt sie jetzt raus, kann kurz verschnaufen und dann kommt sie auf die andere Seite nochmal rein, dass natürlich auch beide Seiten gleich trainiert werden und wir keine einseitige Belastung haben. Okay. Und dann geht's vor zum Wasserbecken. Dann kurzes Durchschnaufen für Sambuca und schon geht's wieder rein in die Fluten. Und bei welchen Krankheiten ist es also noch gut, dass die Pferde schwimmen? Also für eigentlich alle Erkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen, also die Beine, Sehnenschäden, Gelenkserkrankungen, Huferkrankungen oder für Rückenerkrankungen tatsächlich auch, weil, wie man hier sieht, sie sehr gut mit der Hinterhand arbeitet. Dadurch kommt der Rücken hoch und dann sieht man auch richtig, wie sie Muskulatur aufbauen und schön trainiert werden können. Und das heißt, jedes Pferd, das hier reinkommt, lernt oder kann das von allein, kann natürlich schwimmen? Ja, das können die, das ist ein Instinkt, das können die automatisch. Das Reingehen müssen sie natürlich üben, weil das eine neue Situation ist mit viel Wasser. Aber die allermeisten Pferde machen das sehr brav. Auch wenn die Leute sagen, sie mögen kein Wasser oder sie gehen in keine Pfütze, gehen die Pferde alle ins Wasser raus. Schon. Ja, genau. Dann ist Sambuca für heute mit ihrem Training fertig. Und jetzt geht's zum Entspannungsteil. So, und die Sambuca, die wird jetzt, also kommt hier unter die Höhensonne, oder wie funktioniert genau, das? Genau, die wird jetzt nochmal abgeduscht, damit das Chlorwasser auch rausgeht, damit wir ja keine Hautprobleme kriegen. Und dann wird sie abgezogen und dann kommt sie unter unser Solarium. Weil die Pferde natürlich im Winter schon trocken werden müssen und das geht am besten mit UV-Licht und Rotlicht und danach wird sie wieder eingedeckt und kann raus in ihre Box. Und wer steht da jetzt gerade unter der Höhensonne? Das ist der Curly. Curly? Genau, der ist schon fertig mit Schwimmen für heute. Und der stand da jetzt schon eine Viertelstunde, oder wie? Genau, 10 Minuten, Viertelstunde brauchen die ungefähr, bis auch die Beine und der Bauch eben trocken sind. Ne? Aber das mögen die auch, das scheinen die entspannen die richtig nochmal, weil es durchwärmt natürlich auch die Muskulatur. Also es ist ein richtiges Wellnessprogramm, was ihr den Pferden hier bietet. Rund um Wellnesspaket. Und das Pferd daneben, das... Der darf noch schwimmen. Der darf noch schwimmen. Okay, der ist jetzt als nächstes noch dran. Und der wartet hier, bis wir soweit sind, bis er dann schwimmen kann. Und dann
Und da danach. Habt ihr sozusagen alles. Zwei Stellplätze, wo man so Wärmelampen anmachen kann. Genau, zwei Solarien, weil wir einfach mit den vielen Pferden, die wir schwimmen, sonst nicht fertig werden. Das ist tatsächlich einfach auch eine Zeitsache. Also ihr habt hier schon jeden Tag eure ganzen Pferde einmal im Wasser? Ja, also die meisten Pferde schwimmen jeden Tag, die hier zur Reha sind. Manche Pferde schwimmen auch nur noch jeden zweiten Tag und zwischendrin werden sie schon an der Longe belastet zum Beispiel, dass sie einfach so ein bisschen mehr wieder Belastung auf die Füße bekommen. Und dann können wir sie natürlich auch noch reiten. Und dann können sie wieder nach Hause. Und reitest du dann selber auch noch die Pferde? Nein, ich bin hier ja die Tierärztin, ich reite in meiner Freizeit. Ja, nur noch in der Freizeit. Aber wir haben auch eine Bereiterin angestellt, die eben das übernimmt dann für Training zum Beispiel oder für die Leute, wo sagen, sie möchten, dass die Pferde geritten wieder nach Hause gehen. Ach, und da gibt es wirklich jemanden, also es nennt sich Bereiterin, die dann wirklich mit den Pferden arbeitet. Ja, dass das die ist auch wieder ein Berufsbild, das ist eine Ausbildung, Pferdewirtin mit Fachrichtung Beritt und dann kommen die... Okay, jetzt gibt es hier einen Wechsel von den Pferden. Genau, oder? Der geht jetzt nach Hause in seine Box. Und die Sambuca da runter. Die freut sich schon, dass es gleich schön warm wird. Das warme Licht. Hier im eisigen Winter. Genau. So. Kommt sie schon, wird sie schon reingeführt? Genau. Ja, also, aber da kommt auch warme Luft raus. Da kommt warme Luft raus und eben die Rotlicht- und UV-Lichtlampen, die natürlich auch nochmal gut sind fürs Pferd und dann trocknen sie schneller. Ja. Ja, hat sie gut gemacht. Ja, ganz nass noch. Ja, vielen Dank, Simone. Vielen Dank, Sambuca. Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier aus der Pferdeklinik von Diessen am Ammersee. Wiederschauen. Morgen erwartet Sie das berühmte Marienmünster. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen!